Hallo und willkommen zurück zu Vampires the Masquerade Bloodlines. In der letzten Folge waren wir im Nocturne Theater, haben dort eine Webcam versteckt und nun machen wir uns auf den Weg in die Bibliothek. Wo ist denn die Bibliothek überhaupt? Das ist keine Karte. Müsste eigentlich dann vorne irgendwo sein. Mal die Ratten so ein bisschen aussaugen hier, damit das Blut wieder voll wird. Haben wir ja vorhin durch die Verdunklung häufiger gebraucht. Hier ist eine Karte. Wir sind da. Komme ich über E? Wenn ich nach links gucke, ist Sackgasse. Darüber in die Bibliothek oder. Mit der kann ich sprechen? Wohin kannst du mich bringen, Kleiner? Aha. Wir werden einander mal zusammen warten. Das ist quasi der Taxiersatz, wenn ich als Nosferatu unterwegs bin, oder wie? Ich dachte gerade schon. So, aber Bibliothek. Bibliothek E? Ist das wirklich Access Point E? Ich guck mal eben ins Auftragsbuch. Sie haben Downtown Up aktiviert mit Nick per E-Mail. Ja, ja, ja. Soll einen Zugang über die Kanalisation geben. Ah. Das wird dann wohl der Zugang in die Bibliothek sein. Bibliothek. Das sieht doch ganz danach aus. Ein Quick Save. Einfach nur zur Sicherheit. Weil ich weiß nicht, wie der jetzt den Auto-Checkpoint gesetzt hat. Ich meine, wäre nicht schlimm, wir sind ja gerade noch am Anfang der Folge. Aber dennoch. Sollen wir uns hier mal. Da läuft irgendwer. Weiß nicht, habe ich den Strom jetzt an- oder ausgemacht? Ich würde am liebsten jetzt dauerhaft irgendwelche Quicksaves machen, aber. Vakuumröhren. Ah ja, ich glaube, ich habe kapiert. Auftragsbuch aktualisiert. Sie haben den Fahrstuhl in den oberen Hauptbereich der Bibliothek repariert. Sie können jetzt wieder ungewöhnlichen Vorkommen suchen. Fahrstuhl aktiviert. Okay, dann machen wir jetzt hier nochmal ein Quicksave. Ich bin wieder so ein nervöser Finger auf dem Quicksave. Ja, schrecklich. Basement und wir wollen ins. Der läuft aber echt. Irgendwo läuft da einer rum. Über uns. Über uns läuft einer rum.
Irgendwo läuft einer rum. Ich sehe aber niemanden bisher. Ach, muss mich gerade mal kurz etwas bequemer hinsetzen. Ich weiß auch so gar nicht, wonach ich so wirklich Ausschau halten soll. Und wo der jetzt langläuft, so wirklich. Ja, ich verstehe, er läuft hier einmal rum. Einmal vor die Wand und dreht dann um. Genau. Die Tür kann ich nichts machen. Das wäre dann auch genau in dem Moment auf die Tür zu kommen. Uiuiui. Da ist doch irgendwie was hinter. Kann ich die Kasse ausräumen? Sieht mir eher nicht so nach einer Bibliothek aus, sondern eher nach einem Museum auch. Okkultes Extra. Mumbly Joe, Section Managed by Mumbly Joe. Blöder Name, Mumbly. Ganz ehrlich. Eine Computer. Computen wir mal? Was ist das? Nur noch ein Grafikfehler? Scheint so. Wir computen mal. All Vive. Bitte Ausweis einschieben. Quit. Okay, ich habe keinen Ausweis. Noch nicht. Muss mir also irgendwo einen Ausweis besorgen. Das ist doch, was da hinten am Boden so durchgeblinkt hat, oder? Gehen wir auf die andere Seite. Da solltest du eigentlich nicht hingehen, oder? Public Driving. Ah, Bibliothekenausweis, um den Zugang zu den Computern zu bekommen. Was haben wir denn hier noch Schönes eventuell? Außer ein paar Lichtbugs. Nicht irgendwo noch eine Zeitschrift versteckt? Hui, hui, hui. Hm.
So. Ausweis. Passwort. Ja, Passwort haben wir nicht. Mist. Hackenschwierigkeit 6. 22. Wollen wir Hacken mal steigern? Geschärfte Sinne. Computer. 8 Punkte. Wow. 9 Punkte. Ja, machen wir mal einmal so. Hacken und verteidigen. Geisteschiff. Sehr gut. Finanzen. Recherche. Akademisches Wissen und Intelligenz. 12 Punkte. 12 Punkte. Einmal Finanzen machen und dann erstmal auf. Okay. Inventory. Können wir das jetzt? Haha. Ja. So. Ausweis. Passwort. Steuerung C. Erwacht. Erwacht. Entsperren. Schalter entsperrt. Gut. Okay, was für ein Schalter? Einen geheimen Gang. Wo ist der Schalter? Wo ist das geheime Schalterchen? Okay. Hat sich hier irgendwas verändert? Wo ist das geheime Schalterchen? Ah. Eingang. Aber ich will mich, glaube ich, hier oben noch weiter umsehen. Aber wir machen erstmal einen Quicksave. Wir haben jetzt so viel schon geschafft. Da kann ich auch wohl eben mal einen Quicksave machen. Der geht jetzt nach dort. Nach rechts, ne? Der läuft immer so ein Kreuz, okay. Aber ist hier hinten noch was? Das wird der Haupteingang sein. Nein, der Haupteingang wird unten gewesen sein. Aber ich kann hier auch gar nichts machen, so. Von daher. Machen wir einfach so. Ich hätte gedacht, da wäre jetzt irgendwas Tolles noch gewesen. Aber habe ich mich geirrt. Aber wo hätte ich denn das Passwort herkriegen wollen? Ah, das hätte wahrscheinlich in dem anderen Raum noch irgendwo gehangen. Oder so. Aber schauen wir uns doch jetzt hier mal weiter um. Die Fackeln, die gefallen mir schon mal gar nicht. Und das Blut an den Wänden ja auch nicht. Sackgasse. Auftragsbuch aktualisiert. Transformed into the vessel of your destruction. Farewell, young canines.
Inventar voll. Meine Augen sahen dich bereits, Schwert keins. Und nun sehen dieselben dich sterben. Was? Inventar. Wieso ist mein Inventar voll? Was kann ich weg tun? Oder meint er die Waffen? Ich will nochmal Inventar. Was habe ich da jetzt aufgenommen? Breitschwert! Haha! Dies mittelalterliche aus zweischneidiges Schwert gerade. Zweischneidige und gerade Breitschwert kann mit einer Hand geführt werden. Wird es mit Wissen und Talent benutzt, ist es ziemlich tödlich. Nahkampfanforderung 6. Nahkampfanforderung 5. Schadenspotenzial, vielen Schadenspotenzial. Wurde sich hingebeamt. Feige Sau, komm her. Da oben. Auftragsbuch aktualisiert, Auftrag erfüllt. Gucken wir doch mal. Sie haben das Sabbatritual vereitelt und zudem das mutmaßliche Opfer gerettet. Kann ich jetzt hier am Sarkophago was machen? Nein, natürlich nicht. Ja, dann halt wieder raus. Wenn es hier eh nichts mehr zu tun gibt, gehen wir halt wieder. Tschüss. Na, dann immer in den dass man da immer in den Fackeln hängen bleibt. So, wollen wir einfach rausrennen. Ne, ich glaube, ich habe keinen. Da muss ich jetzt, glaube ich, einmal verdunkeln gleich. Einfach nur zur Sicherheit. Ich will einfach nur heile rauskommen und dann kann ich gleich in der Kanalisation wieder ein paar Ratten aussaugen. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass da so ein Viech drin ist. Und vor allem, du bist doch von den Chemiskeln, nicht von den... vom Sabbat.
Ah, danke. Ui, ui, ui. Ladebildschirm. Danke. Brauch Blut. Blut, Blut, tut gut. So, aber die Folge ist auch wieder einmal zu Ende. Und von daher sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Herr Mango. Bye, bye.